Santander liegt an der Nordküste Spaniens. Die Küste ist hier ziemlich felsig, Steilküste. Hier sieht man den markanten Leuchtturm am Cabo Mayor. Und wenn man den Blick Richtung Meer schweifen lässt, das ist der Golf von Biscaya. Und hier schaut man eigentlich Richtung England. Etwas außerhalb der Stadt, oder ursprünglich etwas außerhalb der Stadt, ist das Quartier Sardinero. Hier mit diesem großen Strand. Der wurde schon seit Beginn des Tourismus benutzt und hier sind auch entsprechend Hotelsanlagen entstanden oder beispielsweise ein Casino. Wer es etwas ruhiger möchte, zwischen diesem Strand und dem Leuchtturm gibt es noch einen kleineren Strand, schön mit Felsen eingerahmt, wobei ein Geheimtipp ist das auch schon lange nicht mehr. Der Strand ist hier sehr flach und bei Hochwasser ist ein Großteil des Strandes dann unter Wasser. Wenn man die Karte anschaut, hier Google Earth, dann sieht man, dass Santander einen Naturhafen hat. Den haben bereits die Römer benutzt und haben hier eine Hafenanlage gebaut. Davon ist aber heute nichts mehr übrig geblieben. Heute hat es hier Sportboothafen, mehr als einen, und einen großen Fischereihafen, da hat es große Fischfangflotte. Daneben auch Industriehafen und es gibt auch eine regelmäßige Fährverbindung von und nach England. Personen- und Fahrzeugfähre. Rund um den Hafen sind natürlich auch entsprechende Handwerksbetriebe entstanden. Hier ein kleiner Werft. Wobei klein. Es sind ziemlich große Schiffe, an denen da gearbeitet wird. So als Größenvergleich sieht man hier links einen LKW. Mehrere Informationstafeln in der Innenstadt weisen darauf hin, 1941 gab es ein verheerendes Feuer. 2 Tage lang hat es gebrannt, angefacht von starken Sturmböen. Ich glaube, es wurden bis fast 100 Kilometer pro Stunde gemessen und hat eigentlich die ganze historische Altstadt zerstört. Teilweise wurden sogar Häuserzeilen weggesprengt, damit A, die Feuerwehrleute Zugang hatten zum Feuer und B, das Feuer sich nicht weiter ausbreiten konnte. Darum ist heute in der Altstadt, in der Innenstadt, da steht kein einziges historisches Gebäude mehr. Ein Großteil der Innenstadt ist autofrei, natürlich sehr angenehm für uns Fußgänger. Es ist eine geschäftige Stadt und wir sind hier in Spanien, da hat es selbstverständlich jede Menge Restaurants, Cafés oder Bars. Auch die Kathedrale, auf einem kleinen Hügelchen erbaut, wurde damals 1941 ein Opfer der Flammen, wurde dann aber wieder aufgebaut und da hat man zumindest außen versucht, das einigermaßen originalgetreu nachzubauen. Hier sind wir im Innenhof der Kathedrale. Und in diesem Innenhof, im Laubengang rundherum, sind noch einige Überbleibsel der Fassade der alten Kathedrale ausgestellt. Im Inneren der Kathedrale sind natürlich die alten Kunstwerke zerstört worden, ein Opfer der Flammen. Die wurden nicht kopiert, aber es wurden neue Altäre geschaffen. Der hier ist mir speziell aufgefallen, weil er stammt von einer Frau. Also nicht, dass ich das einer Frau nicht zutrauen würde, aber bisher waren die Altäre, Skulpturen oder Bilder in einer Kirche hier in Spanien immer von Männern gemacht worden. Unterhalb der Kathedrale, also sozusagen im Untergeschoss, ist er auf einem leichten Hügelchen gebaut. Er befindet sich eine Kirche, das war schon vorher so, ist auch nach dem Brand wieder so aufgebaut worden. Ist schlicht, wenig Deko-Elemente, aber bei den Einheimischen noch recht beliebt. Was man hier auch sieht,
durch einen Glasboden geschützt, sind Überbleibsel von einem römischen Gebäude. Man weiß nicht ganz genau, was die Funktion von diesem Gebäude war. Die Entstehungsgeschichte von diesem Palast ist noch ein bisschen speziell. Und zwar haben die Bürger der Stadt Santander, mindestens jene, die genügend Geld hatten, haben zusammengelegt und haben diesen Palast bauen lassen und haben ihn dann 1913 dem damaligen König Alfonso XIII. Geschenkt. Das ist übrigens der Sohn von der Königin Maria Cristina, die wir in San Sebastian kennengelernt haben. Hatten natürlich einen Hintergedanken, als sie ihm das geschenkt haben. Der König hat dann hier immer wieder Zeit verbracht, Urlaub, Sommerurlaub, und hat dadurch auch, immerhin war es der König von Spanien, andere adelige oder reiche Leute angelockt, die hier auch Urlaub gemacht haben. Und das war sozusagen Touristenförderung. Und es hat funktioniert. So gibt es in der Umgebung des Schlosses einige alte Villen, meistens so ein bisschen zwischen den Bäumen versteckt. Besser sichtbar am Plaza d'Italia, italienischer Platz heißt das, ist das Casino und gleich daneben im gleichen Stil erbaut ein großes Hotel. Kantabrien war schon sehr früh besiedelt und es gibt hier in der Umgebung einige Höhlen mit Funden aus der Steinzeit. Die bekannteste ist vermutlich die Höhle von Altamira mit bekannten Felszeichnungen circa aus 15.000 Jahre vor Christus. Im prähistorischen Museum von Santander kann man dazu einige Fundstücke sehen. Aber es sind nicht nur Fundstücke ausgestellt, sondern es wird auch Zusammenhang hergestellt zum Klima oder zur damaligen Tierwelt. Zu den Felszeichnungen kann man einige Animationen sehen, leider schwierig zu filmen. Das Museum ist didaktisch recht gut gemacht. Man kriegt so ein bisschen einen Einblick. Die Entwicklung der frühen Bevölkerung hier beginnt bei ca. 30.000 Jahre vor Christus. Waren damals Neandertaler. Die hatten ein paar einfache Steinwerkzeuge. Bis hin zu den Römern kann man so ein bisschen die Geschichte, die Entwicklung nachverfolgen und wird recht gut dargestellt, teilweise durch Funde, teilweise auch mit Animationen mit Bildschirmen. Diese drei Schiffe und das Floß, das hier ausgestellt sind, haben einen Zusammenhang mit einem Bürger von Santander, nämlich mit Vital Alzar. Er soll, so wird gesagt, während seines Militärdienstes ein Buch über den Norweger Heyerdahl mit seiner Kon-Tiki gelesen haben und war davon sehr angetan. Er hat sich dann später in den späten 60er Jahren in Ecuador dieses Floß bauen lassen, nicht aus Schilf, sondern aus massivem Holz, und ist damit oder hat versucht, damit nach Australien zu segeln. Der erste Versuch ist kläglich gescheitert, aber der zweite Versuch war erfolgreich und er ist von Ecuador nach Australien gesegelt. Er hat damit übrigens den Rekord der längste Reise mit einem Floß. Später hat er sich dann die anderen Schiffe bauen lassen, nach einem Plan von der Santa Maria, also das Schiff, das Flaggschiff, das Kolumbus bei seiner ersten Reise benutzt hat. Und hat damit zuerst den Pazifik, später den Atlantik bereist.
Ja, Santander ist vor allem mit den Stränden ein Sommertouristenort. Und falls es mal regnet, das kann hier durchaus auch im Hochsommer sein, gibt es schon noch das eine oder andere, das man sich anschauen kann, womit man sich die Zeit vertreiben kann. Aber es ist jetzt nicht so eine Riesentouristenstadt.